Dieses Chapter hatte wirklich alles. Hyperventilierende Gorosei, den News, MVP, Kopfgelder, eine heftige Party, zwei Character Reveals, einen noch heftigeren Reveal, neue Kaiser und gewissermaßen eine Kontroverse oder auch zwei oder auch drei. Aber alles in allem gefällt mir dieses Kapitel wirklich gut und jetzt, wo ich den Kontext habe, muss ich sagen, dass meine Kritikpunkte an diesem Kapitel eher klein sind. Das Kapitel beginnt wie das letzte mit einem Schwenker nach Mary Joa, wo es zu besagter Szene mit einem hyperventilierenden Waisen kommt. Und zwar wollten sie endlich das D von Ruffys Steckbrief entfernen und außerdem ein Nicht-Joyboy-Bild einfügen. Was ziemlich spannend ist, weil wir uns ja schon länger gefragt haben, warum die fünf Waisen nichts gegen das D im Namen von Ruffy unternehmen. Schließlich haben sie es bei Roger versteckt. Jetzt können wir zumindest schlussfolgern, warum. Bislang schien es nämlich einfach keine Rolle gespielt zu haben, weil sie Ruffy scheinbar als keine Gefahr eingestuft haben, die der Weltregierung wirklich gefährlich werden könnte. Ist zwar eine Begründung, die vielleicht nicht 100% schlüssig ist, aber man kann es so schon machen. Man könnte ja sagen, dass die fünf Waisen bei einem kleinen Rookie kein Fass aufmachen wollen und dass die deshalb stehen lassen. Und später wäre es auffällig, wenn das die plötzlich verschwände. Nur ist jetzt eben die Situation erreicht, wo es Sinn macht, das D zu entfernen, weil Ruffy zu viel Einfluss gewonnen hat und zu stark geworden ist. Und für Oda war es natürlich besser, das D im Steckbrief einzufügen, um Ruffys richtigen Namen zu etablieren. Schließlich sind die Steckbriefe auch in der Community nicht gerade unbeliebt und sonst wäre es vielleicht zu Verwirrung gekommen, heißt Ruffy wirklich Monkey D. Ruffy oder einfach nur Monkey Ruffy. Zumal Monkey Ruffy auch total komisch klingt, oder? Also ich meine, vielleicht, weil es so ungewohnt ist, aber ich weiß nicht, ich finde, es klingt auf jeden Fall komisch. Apropos Steckbriefe, lasst uns über die Kopfgelder und die neuen Kaiser reden. Ruffy und der Mann unter Männern, die Legende unter Legenden, Schiffsjunge auf dem Schiff vom König der Piraten, Rivale von Roter Shanks und seines Zeichens, Clown Buggy, wurden nun zu den neuen Kaisern der Meere erklärt. Und Oda, der Madman, hat es einfach mit einer Coverpage angeteased. Erstmal, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass Buggy nun zum Kaiser wurde. Einige fühlen es wahrscheinlich ähnlich wie ich und andere beäugen das Ganze eher kritisch, was ich auch verstehen kann. Schließlich nimmt Buggy als Clown so ein bisschen die Ernsthaftigkeit aus dem Kaisersystem heraus, aber letztlich verändert es weder die Erfolge der Strohhüte noch die Stärke der anderen Kaiser. Es ist einfach nur lustig, wenn ihr mich fragt. Vor allem will ich aber Buggys Reaktion darauf sehen und den Grund erfahren, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Was ich aber weniger gut finde und in den Spoilern hat es mich wirklich gestört, ist das Kopfgeld von Ruffy, Law und Kid. Oder vielmehr, dass Ruffy dasselbe Kopfgeld wie die anderen beiden bekommen hat. Ich muss dazu sagen, dass ich von vornherein gesagt habe, dass ich erstmal den Kontext haben will und mit dem Kontext ist es wirklich nachvollziehbarer, aber immer noch nicht wirklich perfekt, wenn ihr mich fragt. Und zwar haben die drei dasselbe Kopfgeld bekommen, weil die fünf Waisen nicht wollten, dass Ruffy als politische Figur noch mehr Einfluss gewinnt. Deshalb wollten sie auch das D aus seinem Namen nehmen und ein Nicht-Joyboy-Foto haben. Ist verständlich, aber dennoch inkonsequent. Denn schließlich dienen die Kopfgelder ja dazu, um Kriminelle aller Art irgendwie dingfest zu machen oder zumindest zu schwächen, weil sie von irgendjemandem angegriffen werden. Also weiß ich nicht so recht, ob es der beste Move ist, Ruffy auf eine Stufe mit den anderen zu stellen. Wo natürlich folgende Begründung hintersteckt. Big Mom und Kaido wurden von Kid, Law und Ruffy gestürzt, also teilen sich alle ein Kopfgeld. Aber die fünf Waisen wissen definitiv, dass Ruffy Kaido letztlich im Alleingang besiegt hat. Ruffy hatte von vornherein das deutlich höhere Kopfgeld, Ruffy ist Joyboy und jetzt wurde er sogar noch zum Kaiser erklärt, im Gegensatz zu Law und Kid. Also kann eben nur der Grund dahinter stecken, dass sie Ruffys Einfluss schmälern wollen. Ich finde es zwar ein bisschen inkonsequent, aber es ist schon nachvollziehbar. Nur für uns Zuschauer halt irgendwo unbefriedigend. Aber wisst ihr, wer Ruffys Einfluss und Erfolge nicht schmälern will? Big News MVP Morgans. Diese Legende ist einfach mal hingegangen und hat die Kommunikation zwischen den fünf Waisen und dem Kopfgeldministerium, oder wie auch immer es genannt wird, einfach mal manipuliert. Und nicht nur das. Er hat auch den Druck und somit das Bild manipuliert und vielmehr dafür gesorgt, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt.
Und jetzt sorgt er dafür, dass die ganze Welt von den News erfährt, weil er die Zeitungen eben an jeden Winkel der Welt tragen wird. Und wenn auch ihr weiterhin die neuesten One Piece News erfahren und keine Videos mehr verpassen wollt, by the way, da kommt bald auch eine heftige Theorie auf euch zu, dann lasst gerne ein Abonnement auf meinem Kanal da und aktiviert auch gerne die Glocke. Weiter im Text. Kid erfährt dann nämlich auch von besagter News, eben von Apu. Er bricht dann auch direkt auf zu den Festlichkeiten, denn Wano lässt es jetzt so richtig krachen. Sehr schön zu sehen, wie die Ströte, die Samurai und auch die Bürger von Wano nach all dem mal so richtig feiern können. Bis zum Sonnenaufgang. Kid kommt dann auch vorbei und will Ruffy erstmal angreifen, natürlich nicht ganz ernst gemeint, doch Ruffy umklammert Kid erstmal, um gemeinsam mit ihm zu feiern. Und dann kommt auch schon der Reveal und Ruffy ist natürlich komplett geschockt, also über die Kaisertitel. Wobei ich mich frage, ob er mehr darüber geschockt ist, dass er selbst zum Kaiser wurde oder dass Buggy zum Kaiser wurde. Und was wir dann sehen, finde ich auch ziemlich spannend, denn Ruffys Augen ploppen mal wieder so cartoonmäßig aus seinen Augenhöhlen heraus, wie es bereits im Kampf gegen Kaido passierte. Und auch diese Umklammerungstechnik, mit der er Kid gegriffen hat, hat mich stark an eine der G5-Techniken erinnert. Was bei mir so ein bisschen den Eindruck erweckt, als wären Ruffys normale Fähigkeiten durch G5 eventuell verbessert bzw. erweitert worden. Kommen wir jetzt aber zu meinem Highlight in diesem Kapitel. Normalerweise wären es vielleicht die Kopfgelder oder die Kaiser-Reveals gewesen, aber da es schon ziemlich klar war, dass Ruffy zum Kaiser würde und sein Kopfgeld auch nicht wirklich spektakulär ist, auch wenn der Erzähler uns das so ein bisschen weismachen will, mein Highlight ist der Robin-Plot. Wie ich es bereits in der letzten Review gesagt habe, Robin geht es gut. Sie ist bei den Poneglyphen und trifft auf Tenguyama Hitetsu, der nun als Odens Vater revealed wird. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass er noch am Leben ist und nun, er hat direkt auch nette Infos am Start. Robin sagt nämlich, dass das Poneglyph auf Alabasta davon sprach, dass Pluton irgendwo auf Wano Kuni sei und er bestätigt diese Information kurzerhand. Wirklich sehr interessant. Das Poneglyph auf Skypie hat verraten, wo Poseidon ist, das Poneglyph auf Alabasta, wo Pluton ist und jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit Uranus? Aber vielleicht sollten wir eher darüber reden, wo Pluton ist. Ich sehe zwei Möglichkeiten, bei denen ich es mir vorstellen könnte. Einerseits könnte Pluton innerhalb des Vulkanes sein, was nicht ganz ungefährlich wäre, wenn man bedenkt, wo Kaido und Big Mom sind. Oder Pluton ist möglicherweise kein herkömmliches Schiff, sondern zum Beispiel Onigashima oder zumindest mit Onigashima verbunden, was der Grund sein könnte, warum Kaido Onigashima in die Blumenhauptstadt verfrachten wollte. Ziemlich spannend, schreibt mir dahingehend auf jeden Fall sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Kommen wir nun aber auch schon zum vorletzten Punkt, über den ich gerne reden möchte. Über Admiral Greenbull, dessen Name Aramaki lautet. Der Gute scheint nämlich wirklich eine Pflanzenfrucht gegessen zu haben. Und by the way, scheint er auch ein Blackblade zu haben, was ziemlich interessant ist. Also vielleicht stammt er wirklich aus Wano Kuni. Davon abgesehen kann er Pflanzen wachsen lassen und zum Beispiel auch Nährstoffe aus anderen Organismen ziehen. Und das macht er hier auch mit King und Queen. Was passiert, ist folgendes, und ich bin kein allzu großer Fan davon. King und Queen werden hier einfach auseinandergenommen, als wären sie Witzfiguren. Einfach offscreen, wir sehen nur einen Angriff und Greenbull scheint keinerlei Schaden davongetragen zu haben. King und Queen sind noch verletzt und hatten natürlich nicht so gute Pflege wie die Ströte und ihre Verbündeten, was diese Szene für mich einigermaßen legitimiert. Aber ansonsten bin ich kein Fan davon, zwei sehr starke Antagonisten aus dem vorigen Arc, wobei es ja eigentlich noch derselbe ist, einfach wie Witzfiguren aussehen zu lassen, damit der nächste Gegner möglichst stark und bedrohlich wirkt. Ich meine, es war abzusehen, dass King und Queen etwas schwächer als ein Admiral sind, aber nach all dem, was wir bislang über die Admiräle gesehen haben, wirkt das ein bisschen over the top. Ich meine, wir wissen, dass zum Beispiel ein Garp ungefähr auf Roger Level gewesen sein müsste, aber Garp ist halt auch einfach Garp. Und die anderen Admiräle wirkten zwar extrem stark, aber nicht so, als ob sie zwei Kaiserkommandanten einfach problemlos besiegen könnten. Und dann auch noch einen wie King. Aber naja, sie sind verletzt, also lässt es sich wahrscheinlich so rechtfertigen. Schreibt mir dazu auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr es gut? Seht ihr es auch eher etwas kritisch bzw. zwiegespalten? Oder findet ihr es möglicherweise überhaupt nicht gut? Ich bin gespannt darauf, was eure Meinung dazu ist.
Es scheint außerdem auch so, dass Green Bull es auf Ruffy abgesehen haben könnte. Er hält nämlich seinen Steckbrief in der Hand und meint, dass eine gewisse Person, wahrscheinlich Akainu, sicherlich erfreut darüber wäre, wenn er Ruffys Kopf erhielte. Und wenn ihr mich fragt, ist das der Grund, warum King und Queen hier besiegt werden, damit Green Bull gefährlich wirkt. Aber ganz ehrlich, Green Bull sollte nach wie vor keine Chance gegen die Allianz haben. Ich meine, was man zwar auch sagen muss, Akainu hat im Alleingang die Blackbeard-Piraten vertrieben, allerdings lag das, glaube ich, mehr daran, dass Blackbeard noch nicht gegen Akainu kämpfen wollte, sie ja wussten nicht, was vielleicht noch auf den Schiffen ist, und Akainu ist halt auch einfach Akainu. Was allerdings eine positive Nachricht ist, die von Green Bull ausgeht, er sorgt dafür, dass Wano Kuni endlich wieder grün erblüht. Das ist sehr nice, kann man nicht anders sagen. Kommen wir nun aber zum letzten Punkt von dieser Review. Wir sehen in diesem Chapter Sabo. Wahrscheinlich hat es der ein oder andere übersehen, aber im Hintergrund sehen wir ein Poster von Sabo und ich frage mich, warum? Sind es einfach nur Personen, die von den Revus befreit, speziell von Sabo, befreit wurden? Oder trauern sie vielleicht auch um Sabo und wollen ihm gedenken? Es geht aus diesem einen Panel nicht hervor, aber es ist ziemlich interessant, dass Oda Sabo hier nochmal einbaut. Ich denke, es soll auch ein bisschen ein Zeichen dafür sein, dass wir Sabo auf keinen Fall vergessen sollen. Irgendwas ist definitiv mit Sabo geschehen und wir könnten es sehr bald schon erfahren. Schließlich wurde Sabo von Fujitora und Green Bull besiegt. Und in diesem Sinne komme ich auch schon zum Ende von dieser Review. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen über Dinge reden, die dann im nächsten Monat hier passieren, jetzt wo One Piece einen Monat pausiert. Auch wenn die Reviews logischerweise ausfallen werden, werde ich versuchen, jede Woche 1 bis 2 Videos hochzuladen. Es wird ein bisschen davon abhängen, ob ich rechtzeitig mit meiner Mega-Theorie fertig werde. Denn ich arbeite aktuell nun seit längerem an einer gigantischen One Piece-Theorie, die unfassbar viele Geheimnisse abdecken und aufdecken soll. Dabei soll es dann auch nicht nur um das verlorene Jahrhundert gehen, sondern auch ums Jahre Null. Und es werden auch Mysterien wie die Entstehung der Red Line und die 7 Monde angesprochen. Eigentlich wollte ich mit der Reihe am kommenden Sonntag beginnen und dann im Wochentakt ein Video hochladen, aber es wird doch ziemlich knapp. Es dauert natürlich seine Zeit, die ganzen Informationen zu verbinden und allgemein die Skripte zu verfassen. Aktuell habe ich 1 Skript fertig, was so beinahe die Länge eines durchschnittlichen Tower of God Puzzle-Theorien-Videos hat, damit ihr das so ein bisschen einschätzen könnt. Und ein anderes ist auch schon weit fortgeschritten. Nur ist das halt noch nicht alles, denn es soll eine Reihe von verschiedenen Theorien-Videos werden, die letztlich alle miteinander verknüpft sind und ich will eigentlich die Skripte verfasst haben oder zumindest weit fortgeschritten sein, wenn ich damit anfange, die Reihe hochzuladen. Ich weiß zum Beispiel jetzt auch noch gar nicht, wie viele Videos es letztlich werden. Aktuell weiß ich 3 auf jeden Fall, vielleicht auch 4, vielleicht aber auch 5. Ich weiß es einfach noch nicht. Seht es mir also nach, Leute, ich will mir dafür Zeit lassen, damit es am Ende einfach das bestmögliche Produkt wird. Damit der Schnitt auch 1A sein wird. Ich versuche also, es bald fertig zu bekommen, aber nächste Woche Sonntag werde ich es nicht hinbekommen. Aber vielleicht werde ich es so machen, dass ich Sonntag schon mal ein Infovideo hochlade, wo ich einfach erkläre, was genau da drin behandelt wird, wie ich recherchiert habe und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.